Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von One Bit Hard. Nicht wundern, dass ich wieder so viel Leben habe. Ich habe den Abschnitt nochmal gespielt, weil ich das Spiel ausgemacht hatte und dann nicht gespeichert hatte. Naja, ich hätte ja sowieso mitten im Gespräch nicht speichern können, aber ich hatte komplett vergessen zu speichern. Naja, egal. Wenn man so ganz schnell durch die Dialoge durchscrollt, dann geht das ja alles so supi schnell. Na gut, so. Ja, in den Kommentaren war der Tipp, dass das hier wahrscheinlich das Rätsels Lösung sein könnte. Chino hatte nämlich auch etwas gesagt über dieses seltsame Kind, was scheinbar sich im Garten rumtreibt, obwohl er ja eigentlich gesagt hatte, er hätte nur mit Haruya darüber geredet. Genau. Und da kam dann der Tipp, dass ich doch mal Wait a Sec sagen soll. Und das hier. Genau, er weiß es nur von Haruya. Sie hatten doch gesagt, sie haben vom Blumengetrampel nur von Haruya erfahren. Oh, ja, richtig. Also dann, ist es dann nicht ein bisschen seltsam, dass sie sagen, etwas, das ich von Chino erfahren habe? Also? Oh, nun ja, vielleicht habe ich es von Haruya erfahren. Oh ja, ich habe es von Haruya erfahren. Ich war so ein bisschen beschäftigt, deswegen ist meine Erinnerung ganz durcheinander. Okay, was haben Sie noch von Haruya erfahren? Lass mal sehen. Ach ja, er sagte mir, dass er heute mit Moroku gesprochen hat. Und zwei Tage zuvor. Haruya meinte, er hätte heute mit Moroku geredet und vor zwei Tagen? Jetzt muss ich kurz gucken. Ist ein paar Tage her seit der letzten Folge. Jetzt muss ich mich kurz... Ah, wahrscheinlich das hier, oder? Das ist es nicht. Ah, wartet. Ich glaube... Ja, genau. Soweit er sich erinnern kann, hat er nur einmal diese Woche mit Moroku geredet. Nein, Haruya erinnert sich nur daran, einmal mit ihm gesprochen zu haben. Das können Sie also nicht von ihm erfahren haben. Und sagen Sie nicht, Sie hätten es von Moroku gehört. Denn Sie haben gerade eben noch behauptet, Sie hätten nur mit Haruya geredet. Wieso laberst du immer noch, alter Mann? Kannst du dich denn nicht daran erinnern, was du selbst gesagt hast, Dummerchen? Hey, Vorsicht, er könnte ein Hacker sein. Hä? Ich brauche kein Dummerchen, der mir Befehle gibt. Er ist der Hacker, oder was? Oh. Du hast dich gerade an seinem Bitphone zu schaffen gemacht, nicht wahr? Bist du auch ein Hacker? Ich bin der geniale... Oh, Entschuldigung, ich habe reingeredet. Nasuka Kirai. Hä? Yata no Kotora. Stellen wir uns jetzt tatsächlich mit vollem Namen vor? Was für ein Name, Mister. Hört sich an wie Teil eines Fluches. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt für so etwas? Ich schätze, wir können davon ausgehen, dass ihr beiden Freunden dieser Nomiya-Person seid. Na, so würde ich das nicht ausdrücken. Ich arbeite nur mit ihm zusammen, weil es uns befohlen wurde. Du bist ja wohl das Epitom von unkooperativ. Die Schule muss die Hölle sein. Die Schule habe ich abgebrochen. Denn alles, was dort beigebracht wird, ist wertloser Müll. Dieses Zeug hilft einem doch nicht im Leben. Wow, jetzt gehen sogar schon Grundschüler aus der Schule? Die Schule ist ein Ort, der dich testet, ob du lernen kannst und es auch anwenden kannst. Und es ist auch ein Ort, an dem du lernst, mit anderen Menschen klarzukommen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich will von niemandem Befehle annehmen und ich habe keine Probleme mit Kommunikation. Aber wenn du dich weigerst, weiterhin zu lernen, wirst du nicht in der Lage sein, Horror-Game-Puzzles zu lösen? Du wirst feststecken. Mal davon abgesehen. Ich habe euch doch gesagt... Ach so, nee, ich habe dir doch gesagt. Ich glaube, er meint seinen Kumpel gerade. Ich habe dir doch gesagt, du sollst nichts Außergewöhnliches tun mit dem Ziel. Nee. Ach so, mit dem Ziel, während ich nicht in der Nähe bin, nicht wahr? Welches Ziel denn? Ich habe doch eben gesagt, dass ich nicht gerne Befehle annehme, Oldtimer. Bist du etwa so erschöpft? Und ich meine, ich soll mich dümmer als ein Affe anstellen? Es wäre für mich leichter, wie jemand so zu tun, als wäre ich jemand, der wenigstens ein bisschen schlauer ist. Aber das ist nun mal der Teil, der dir zugewiesen wurde, Kirai.
Der Anführer sollte sich um diesen Nonsens kümmern. Was? Aber Nomiya hat ganz schön Ärger bekommen nach diesem Zwischenfall, den er ausgelöst hat. Das ist es ja, was ich sagen will. Unser Anführer ist ein Idiot. Ja. Kirai! Wo ist Haruya? Oh, der Junge oder das Kind mit dem blumigen Bitphone? Genau dort. Haruya! Moment, er ist anders. Er könnte dich infizieren, wenn er zu nah kommt. Ah, du bist ganz schön clever. Gut gemacht. Oh oh. Was ist das, was er da... Oh, Virus. Er schmeißt den Virus. Hilfe! Aber ich hasse clevere Typen. Virusse! Hä? Was tust du da? Ach, ich bin gelangweilt, diesen Typen hier zu kontrollieren. Lass es uns beenden. Wir sagen auf Wiedersehen zu diesem Blumenbeet. Was tust du Haruya an? Hey, du solltest dich besser schnell um diesen Virus kümmern und hinterherrennen. Du willst doch nicht, dass deine geliebten Blumen zerstört werden. Kirai, lass uns gehen. Trag mich, Oldtimer. Auf meinem Rücken hängen? Nein, auf die Schultern. Oder halt wieder so. Huckepack. Oh, aber die Schultern dieses Oldtimers sind schon ziemlich belastet, weißt du? Ich will Huckepack. Okay. Zwing mich nicht, mich zu wiederholen. Wir sehen uns, Dummerchen. Oh, ich muss sofort diese Virusse auslöschen und Haruya aufhalten. What? Meine Tastatur reagiert gerade nicht. Das ist natürlich anti-ideal. Okay, jetzt habe ich alles falsch gemacht. Hey! Okay. Da das nicht unter Zeitdruck ist, ist das jetzt nicht gerade das krasseste ever, aber okay. Oh, wo liegt jetzt das Z? Liegt es jetzt korrekt oder falsch rum? Es liegt falsch rum. Okay, X oben. X oben. X, Z, C. Doom. Ach, Kacke. Muss ich jetzt jedes Mal von vorne anfangen, wenn ich einen Fehler mache? Das ist ziemlich scheiße, wenn die Tastatur so schlecht reagiert. Muss ich halt sehr vorsichtig sein. Also wundert euch nicht, wenn ich sehr langsam mache. Damit ich keinen Fehler mache. Oh, wartet, wo ist das X? X, Z, C. Oh, das hat nicht funktioniert. Wartet, nochmal. Okay. Also ich finde, da hätten sie schon mal Zeitdruck einbauen können, weil sonst ist das, naja, irgendwie sinnlos. So, das war's. Wir haben keine Zeit, jetzt erleichtert zu sein. Wir müssen uns beeilen. Er ist unter ihrer Kontrolle. Ja, wir müssen uns beeilen, aber... Aber was? Ich bin erledigt. Oh Mann. Ich schleif dich mit. Komm schon. Steh auf und renn. Willst du noch eine? Ja, bitte. Renn einfach. Unser Ziel ist der Garten. Und unser Ziel ist, Haruya zu retten. Er ist sowas von gewohnt, so behandelt zu werden. Das stimmt. Wir sind das schon gewohnt. Uns macht das schon nichts mehr aus. Wir kriegen links eine, rechts eine. Autsch, autsch. Und schon rennen wir. Weil es uns befohlen wird. So, also ab in den Garten und ihn schnell retten. Haruya! Es war nicht mal so weit weg. Bist du schon jetzt erschöpft? Er ist schon da. Wir waren nicht rechtzeitig da. Oh. Macht er die Blumen schon kaputt? Au! Oh. Wer hätte gedacht, dass der noch nützlich sein würde? Ein Schulterwurf. Mann, du bist aber leicht. Bist du etwa aus... Wie nennt man das? Zuckerwatte? Es scheint, er wurde aufgehalten. Vielen Dank. Wofür? Dass du Haruya aufgehalten hast. Haruya? Diesen Typen? Mir wurde nur aufgetragen, ich soll alle seltsamen Typen, die hier rumlaufen... Was? Achso, statt hier rumzuschlafen, wurde mir aufgetragen, dass ich einfach alle seltsamen Typen hier erledigen soll. Wieso bin ich hier? Geht es dir gut, Haruya? Oh, mir ist ein bisschen schwindelig und mein Körper tut weh.
Ist es überhaupt gesund, wenn man so leicht ist? Du solltest mal ein bisschen Fleisch zulegen auf diese Knochen, Alter. Okay. Huh, ich bin froh, dass alles gut ist. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr um das Blumenbeet machen. Was? Habt ihr den Bösewicht gefunden, den Täter? Ja, wir haben ihn erwischt und haben ihn verhaftet. Aber als er dich attackierte, da bist du in Ohnmacht gefallen. Oh, ich verstehe. Aber ich kann mich auch gar nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Ja, du hast einen ziemlich dollen Schlag auf den Kopf erhalten. Du hast vielleicht ein paar Erinnerungen verloren. Oh, tut mir leid, dass ich euch Ärger bereitet habe. Du solltest dem Roten hier danken. Akitaka hat dich gerettet. Hä? Verstehe, vielen Dank. Ich weiß nicht, was. Habe ich was Gutes getan? Kein Problem. So, erledigt. Jetta. Hey, Akitaka, ist das nicht eine Larikuma-Maske? Oh, du kennst ihn? Ja, dieser Killerbär, der die halbe Menschheit gefressen hat, mit einem süßen Körper im Kontrast zu seiner bizarren Persönlichkeit. Charaktere aus Japan sind immer total verrückt. Ich bin total in sie verliebt. Hä, du magst Nüsse? Aber ja, er ist schon ganz besonders. Ich habe die in einem Arcade, also in so einem Spieleshop, würde ich sagen, gekauft. Und dachte, das wäre ganz gut, um nicht krank zu werden, um sich vor Erkältungen zu schützen. Oh Mann, ich habe echten Respekt davor, dass du in der Stadt rumläufst mit einer Maske, nur um nicht erkältet zu sein. Oh, wirklich? Danke. Ich möchte dir irgendwie dafür danken, dass du mich gerettet hast. Es tut mir echt leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe oder dir Mühe bereitet habe. Nanashi. Oh ja, dann lass uns Freunde sein. Freunde? Würde das denn schon ausreichen? Ja, auf jeden Fall. Das ist sogar die Nummer eins Sache, die du für mich tun könntest. Okay, hier. Danke, jetzt bin ich echt glücklich. Ich bin auch glücklich. Ich hoffe, wir werden uns gut verstehen. Und was ist mit Akitaka? Ich? Ja. Hört sich voll nervig an. Nö, danke. Was? Ich habe immer noch meinen. Ach, verflixt, wie hieß der denn jetzt? Dieses Ding für die Gitarre. Ich weiß gerade immer noch nicht, wie das hieß. Ich hatte das doch schon herausgefunden. Die Plektrum. Das Plektrum. Genau, das Plektrum. Und dieser blaue Typ in Back? Ja. Ah, ach so, der blaue Typ, der starrt ihn an. Ich bin erstmal fort, bye. Ah. Können Natsukage und Akitaka koexistieren? Ach, mach dir doch nicht so viele Gedanken wegen diesem Idioten. Hey, nenn die Leute nicht Idioten. Wenn du das wirklich tun willst, dann. Ah, hör auf damit! Das ist ja schon alt geworden. Die Sonne wird bald untergehen. Können wir uns jetzt aufteilen? Oder können wir jetzt gehen? Natürlich. Vielen Dank für eure Hilfe. Ja, seid vorsichtig beim Nachhausegehen. Sayonara! Okay. Ich werde mich dann jetzt auch mal auf den Weg machen. Vielen Dank. Und wir kehren zurück nach Hause. Wir müssen noch Mikado berichten. Yep. Ja, dann machen wir das mal. Ich glaube, hier kommen wir sogar schneller raus, ne? Müssen wir jetzt zurück nach Hause? Das ist ja dieses hier, oder? Genau, und das ist auch schon unser Haus. Und wir berichten Mikado. Oh, Mikado, du bist zu Hause. Willkommen zurück, Nanashi, Ich versuche nicht so viel bei der Arbeit zu sein, außer ich betreibe gerade irgendwelche Forschung, wisst ihr? Wissen die ganz oben, also die Chefs, wissen die über das Hacking Bescheid? Oh, naja, wenn sie das nicht wüssten, wäre das schon ziemlich übel. Wobei sie das meiste mir überlassen. Dann wiederum, man erntet, was man sät. Richtig. Es ist unvorstellbar, dass die Verantwortung auf irgendjemand anderen abgewälzt werden könnte als mich. Und das ist das Resultat des Ganzen. Aber bitte überanstrenge dich nicht. Oh Mann. Okay, jedenfalls haben wir heute ein paar, also jemanden getroffen. Ja, doch, ein paar. Naja, es war ja kein Paar. Zwei Leute. Haben wir zwei Personen getroffen, die sich selbst Hacker nannten. Das eine war Kirai Nasuga, ein Junge, circa 10 Jahre alt, und der andere war Kotora Yatano. Er hat ein Café in Coco Alley. Das hört sich jetzt nach ziemlich guten Infos an.
Ja, sie haben sich selber offenbart, ohne dass wir großartig Druck ausüben mussten. Das fand ich ein bisschen seltsam. Aber dadurch wird es leichter, die Spezifikationen herauszufinden. Ich werde das sofort berichten. Ich bin dir sehr dankbar für die Info. Wobei ich euch ja gesagt hatte, ihr sollt eure Nase nicht in die Dinge reinstecken, die hier laufen. Aber ich kann euch natürlich keine Vorwürfe machen. Es ist für mich halt nur schmerzhaft zu denken, dass ich euch so etwas aufbürde, Misane. Ach, macht dir nicht solche Sorgen. Mir geht's gut. Verstehe. Naja gut, dann pass auf dich auf. Ach, das ist erschöpfend. Bei mir zu sein, meinst du? Naja. Ich habe auf jeden Fall den Verdacht, dass mit dir zusammen zu sein meine Erschöpfung multipliziert, ja? Oh, ouch. Multiplizierung von Erschöpfung ist wirklich übel. Diese zwei, die Nomiya erwähnt hat... Ach nee, diese zwei haben erwähnt, dass Nomiya Ärger bekommen hatte. Da es aber weder Kirai noch Kotora waren, frage ich mich, von wem er den Ärger bekommen hat. Na, meine Tastatur schon wieder, ey. Der Anführer scheint Nomiya zu sein. Aber vielleicht gibt es ja noch jemanden, der noch darüber steht. Ja, das ist auch meine Vermutung. Da muss noch jemand weiter oben sein, der ihnen Befehle gibt. Ich dachte, Misane-chan, bist du nicht 8 Jahre aus der Zukunft? Ja. Ach so, da wir ja jetzt uns 8 Jahre früher befinden, gibt es hier irgendwo eine Mini-Misane-chan? Das wäre ja süß. Lass mich das klarstellen. Als ich jung war, lebte ich an einem Ort weit weg von hier. Wir werden sie nicht treffen. Oh, okay. Voll schade. Du denkst vielleicht, dass das schade ist, aber wenn wir mein vergangenes Selbst treffen würden, wäre das ziemlich gefährlich. Es ist allgemein verboten, sich mit der Vergangenheit und deren Lebewesen oder deren Bewohner zu treffen. Oder irgendwie zu versuchen, die Zukunft zu verändern. Haben sie in der Zukunft Zeitmaschinen erfunden? Mann, was ist denn mit meiner Tastatur los? Die hat doch gar keine Batterien, die kann gar nicht alle gehen. Zeitreisen wurden erst vor kurzem entdeckt und möglich gemacht. Und der Erfinder sagte, dass im Großen und Ganzen größere Veränderungen der Vergangenheit nicht erlaubt sind. Vor allem mit seinem eigenen Selbst der Vergangenheit irgendwie zu interagieren. Sogar eine ganz simple Unterhaltung würde schon das zukünftige Selbst verändern und könnte dafür sorgen, dass es verschwindet. Verschwindet? Ja, es würde die Timeline verändern. Plötzlich dein zukünftiges Selbst zu sehen, ist so unerwartet, es hätte auf jeden Fall Effekte, Auswirkungen auf deine nachfolgenden Aktionen, auf deine nachfolgenden Handlungen. Und andere Handlungen bedeuten andere Zukunft. Das ist wie eine Kreuzung in deinem Leben. Okay, aber du hast doch gesagt, du bist aus der Zukunft und arbeitest mit mir, richtig? Ich dachte, dich würde nichts aus der Fassung bringen, Nanashi. Was soll das denn bedeuten? Kennst du mich in der Zukunft, Misane-chan? Tja, also wir haben einander ein paar Mal getroffen und zusammengearbeitet. Was? Weil ich etwa zur Polizei komme? Wie bin ich denn so? Bin ich wild? Bin ich ein Macho? Nein, eigentlich nicht. Du bist so ziemlich der Gleiche. Du bist eine gute, liebenswürdige Person, die manchmal ein paar seltsame Sachen sagt. Und mal abgesehen von deinem Aussehen, bist du genauso wie jetzt. Oh, ich bin also schon perfekt. Also, persönlich würde ich sagen, es wäre ein bisschen besser, wenn du nicht so nett zu allen wärst. Aber ich bin der Einzige... Was? Ach so, ich bin der Einzige, den ich wie wertlosen Müll behandeln würde. Oh, du musst nicht so nett sein und dich selber auch noch runtermachen. Jeder gibt sein Bestes. Du solltest lernen, auch zu dir selbst nett zu sein. Wenn Nettigkeit die Welt retten kann, kann sie auch genauso gut die Waffe sein, die sie zerstört. Okay, ist das also eine gemischte Gabe sozusagen? Ja, richtig. Vielleicht ist es momentan zu komplex für dich. Ruh dich heute erstmal aus. Und dann? Und dann strengst du dich weiter an, Freunde zu finden. Und welches Ziel habe ich damit? Du wirst es später verstehen.
Ich werde das Ganze dann wieder checken. Also wenn du fertig bist, rede mit mir. Okay. Okay, sich in die Vergangenheit einzumischen, löscht die bereits existierende Zukunft aus. Nein, ich war darauf vorbereitet, als ich hierher kam. Ich bin wirklich eine Bürde. Aber ich muss auf jeden Fall verhindern, dass diese schlimme Zukunft geschieht. Also, wegen heute. Mann, sie haben euch erwischt, dann haben sie auch noch eure Basis gefunden und ihr habt ihnen euren Namen gegeben. Oh Mann, ihr seid ja echt total Idioten, oder? Mann, Kirai hat mich auf dem Weg hierher schon genug beleidigt. Also wäre es echt nett, wenn du mich jetzt ein bisschen ausruhen lässt. ja, dann werde ich so ein bisschen runterfahren. Das ist nur ein Level tiefer. Es ist nicht meine Schuld, weißt du? Der Oldtimer hatte so einen Riesenmaul. Na, halt! Du bist doch derjenige, der einfach getan hat, was er wollte, richtig, Kirai? Und Nomiya auch. Du musst einfach ein bisschen mehr... Ich muss deinen Befehl nicht zuhören, denn ich bin der Beste. Wenn du so großartig bist, warum bist du dann nicht der Anführer? Weil das ätzend ist. Richtig großartige Leute machen keine anstrengenden Sachen. Oh, das ist jemand ohne Hoffnung, den du da gerade beschreibst. Aber komm schon, wenn wir überhaupt nichts Lustiges übernehmen können, was können wir denn dann tun? Wieso können wir nicht die Menschheit zerstören oder sowas? Ja, lass sie uns abschlachten. Nein, das ist nicht richtig. Erinner dich doch daran, was uns aufgetragen wurde, Kirai. Komm schon. Ja, wir sollen nichts Übermütiges tun und nicht einfach den Virus verteilen und den Leuten nicht ihr Leben wegnehmen. Was voll nervig ist, wenn ihr mich fragt. Aber wir müssen uns daran halten. Wir sind in keiner Position, in der wir behaupten können, wir wären unschuldig, falls die Polizei uns erwischt. Naja, ich hatte genug. Kann ich jetzt als nächstes? Nee, ich hatte nicht genug. Kann ich jetzt als nächstes? Nicht, wenn du wieder Nonsens treibst. Dann werde ich ihn begleiten. Hä? Was bin ich denn? Ein Kind, das überwacht werden muss? Überwacht? Nein, solange du nicht zu weit gehst, werde ich dich nur beobachten, ohne ein Wort zu sagen. Und du solltest hier lieber nicht wieder feststecken, Nomiya, richtig? Und du willst ja nicht hier wieder feststecken, nicht wahr? Schätze schon. Wenn es bedeutet, dass sich mir nichts in den Weg stellt, ist es für mich in Ordnung. Hier unsere Basis einzurichten, könnte es leichter machen, direkt zu kommunizieren, aber es bedeutet auch, wenn etwas geschieht, wird die Schuld sofort auf uns fallen. Ja, natürlich weiß ich das. Deswegen halte ich bedeckt. Ich mache mir Sorgen, wohin das führt. Na, ob das so klappt mit denen... Das ist jetzt quasi ja auch jetzt die Freetime schon. Die Freetime schon. Okay. Ach so, nein, wir haben ja noch kein nächstes Chapter und auch ansonsten wäre das jetzt wahrscheinlich der Punkt, wo wir auf das nächste Chapter warten, ne? Ich will nur einmal gucken, ob sich hier drin vielleicht was verändert hat, dass neue Spiele dabei sind. Ne, es sind die gleichen Spiele. Schade. Naja, gut. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, warten wir wieder, bis Chapter 3 erschienen ist und dann geht es weiter mit One Bit Heart. Dann bis wahrscheinlich in ein paar Wochen. Also, bis dann. Ciao, ciao.